Glück auf, meine Kumpel Omaloha. Ja, ich habe ein paar Schalke-Gäste zusammengetrommelt, um mal so eine Prognose, so eine erste Prognose und einen Tipp für die aktuelle Saison abzugeben. Aber bevor wir das tun, gebe ich auch meinen eigenen Tipp ab. Und das ist ein zweiter Platz für Schalke 04. Ich glaube, wir steigen auf. Ich glaube, wir werden Zweiter. Und ich glaube, das wird trotzdem eine sehr, sehr schwierige Saison. Ich glaube, das werden sehr, sehr viele enge Ergebnisse. Ich glaube, dass wir da bis zum Schluss kämpfen werden. Also ich glaube nicht, dass wir uns da so großartig absetzen werden. Und dennoch glaube ich, dass wir uns da durchsetzen werden. Vor allen Dingen, weil jetzt der andere Absteiger aus Bremen, finde ich, seine Hausaufgaben nicht ganz so gut gemacht hat. Deswegen ist da schon mal ein Platz mehr zur Verfügung. Und ja, dann geht es natürlich meistens dann auch mit dieser Überraschungsmannschaft der zweiten Liga, zu der ich St. Pauli zählen würde, und HSV so als krasse Konkurrenten. Ich glaube, einer von den beiden wird dann Erster und einer von den beiden wird dann Dritter. Und dann sind wir, glaube ich, in der Position, wo wir dann Zweiter werden. Und das ist, glaube ich, also mir geht es, glaube ich, nur, oder vielen geht es, glaube ich, nur einfach aufzusteigen. Und dann hätten wir das erfüllt. So, jetzt kommen meine Schalker-Kollegen, meine Schalker-YouTube-Kollegen und geben ihre Prognosen ab. Viel Spaß! Glück auf Schalker und danke dir, Cedric, für die Einladung, hier mal meine Einschätzung abzugeben für die neue Saison, für unseren Saisonstart. Freitag geht's los gegen den HSV, wie ihr natürlich alle wisst. Und ich bin gespannt. Ich habe richtig Bock auf die neue Saison. Die letzte ist abgehakt. Jetzt heißt es volle Attacke. Im besten Falle zurück in die Fußball-Bundesliga. Und ich glaube auch, dass wir das schaffen können. Ich habe eben alle Konkurrenten so durchgeguckt und finde, es gibt einige Konkurrenz im Kampf um den Aufstieg. Ich denke mal, wir sind uns einig, dass das auch schon der Bereich ist, wo wir uns orientieren möchten. Und ich glaube, wir haben gute Karten. Wir haben einen komplett neuen Kader. Wir haben eine komplett neue erste Elf. Das ist gut so. Ich habe schon vor ein paar Monaten gesagt, wir brauchen so viel Bewegung im Kader, wie es nur geht. Und die hat es schon gegeben. Die wird es noch weiterhin geben. Auch da vertraue ich Ruven Schröder voll und ganz. Ich finde, er macht bis hierhin wirklich auf dem Papier sehr, sehr gute Arbeit. Wie es auf dem Platz läuft, werden wir halt jetzt die nächsten Wochen sehen. Ich bin überzeugt davon, dass wir den Wiederaufstieg schaffen. In meiner Tabelle habe ich uns sogar auf Platz 1 getippt. Ich bin natürlich zum einen euphorisch, zum einen positiv und generell immer so eingestellt, dass ich mit Schalke einige schaffen kann. Aber wenn ich auch mal relativ neutral drauf gucke und unser Kader funktioniert, wenn das Gramotz es hinbekommt, und auch das glaube ich, wird er hinbekommen, vielleicht mit ein bisschen Zeit, die ersten 4-5 Spiele zum Reinkommen, dann haben wir wirklich eine gute Truppe, die bereit ist zu fighten und für den Aufstieg alles zu geben. Und dann werden wir das auch packen. Es geht direkt mal los gegen Hamburg. Auch da, glaube ich, werden wir gut reinkommen. Auch da habe ich 2-1 getippt für Schalke. Also dann wird schon mal ganz gut losgehen. Und ich hoffe, es wird auch so. Wenn nicht, habe ich noch eine kleine Bitte an euch. Lasst uns bloß nicht alle zu unruhig werden, wenn vielleicht die ersten 2, 3, 4 Spiele nicht gut laufen. Diese Mannschaft ist komplett neu und braucht ein bisschen Zeit. Wenn sie sie bekommt, bin ich mir sicher, werden wir hinten heraus in einem guten Jahr einiges zu feiern haben. In dem Sinne, viel Spaß nochmal diesem Video, viel Spaß uns allen in der neuen Saison. Macht's gut und bleibt am Ball. Oder auch Schalke Corner. Hier ist die Schalker Botschaft. Also, ich glaube, dass Schalke diese Saison, okay, mein Wunschszenario wäre, dass wir in die Relegation müssen und gegen Berlin dann aufsteigen. Allerdings, ich glaube, ganz ehrlich, dass Schalke Platz 2 oder Platz 1 abschließen wird. Das Team gibt mir sehr viel Vertrauen. Die Einzelspieler, jeder einzelne Charakter finde ich gut. Solange Harit verkauft wird, dann kann ich das so sagen. Die Mannschaft sieht aus, als wäre sie eine. Und die einzelnen Individuen sehen so aus, als könnten sie eine gute Mannschaft zusammen bilden und wollen dann auch. Einzelne Qualität von Spielern ist klar, die muss eben da sein. Aber was noch wichtiger ist, ist eben die Mannschaft. Da muss halt eine Einheit sein. Und da vertraue ich Schalke ganz einfach. Wenn nicht, denke ich nicht drüber nach, weil da passiert nicht. Also werden wir auf Platz 2 oder 1 diese Saison abschließen. Viele Grüße auch in den Chat
und danke, dass ich hier dabei sein durfte. Bis dann. Ciao. Ob das dann für ganz oben reicht, ja, das weiß ich leider auch nicht. Aber um es mal mit den Worten unseres Sportkameraden Andy Möller zu sagen, vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl. Und das ist in der Tat so. Cedric, um deine Frage zu beantworten, ich bin wirklich verhalten optimistisch, wenn nicht gar sogar ein bisschen euphorisch, dass das diese Saison sogar klappen könnte. Ich glaube an einen sehr positiven Saisonverlauf. Wie gesagt, ob es für den direkten Wiederaufstieg reicht, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich finde, Herbert Knebel, hätte ich jetzt beinahe gesagt, Peter Knebel und Ruven Schröder haben einen Top-Job gemacht. In dem eng gesteckten finanziellen Rahmen haben die wirklich sehr früh gute Verpflichtungen gemacht, einen aus meiner Sicht sehr ausgewogenen Kader hingebastelt und hingestellt, vor allen Dingen sehr frühzeitig. Und aus meiner Sicht könnte das wirklich klappen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Saison, auch wenn es nur zweite Liga ist. Bin am Freitag im Stadion, ich habe eine Karte bekommen und freue mich wie Bolle. Vielleicht sieht man sich ja dort, ich bin auf jeden Fall wieder raus und wie gesagt, Cedric, ich glaube an eine sehr positive Saison. Also Glück auf und ja, hoffentlich haben wir alle ein bisschen mehr Spaß als letzte Saison, aber das sollte nicht so schwierig sein. Also Glück auf, ciao, ciao, bis dann, euer Schalker Kumpel, ciao. Glück auf, meine Leute, this is your boy Richard from Schalk America. Wishing everybody a happy summer. So, yeah, we're in Zweite Liga this year, right? The European Super League, if you will. This is a difficult league. It always has been, and it will be this year. You got teams, obviously, like Holstein Kiel, Hamburg, Dusseldorf, Werder Bremen, and us, right? I think we're going to be in the top five for sure. It's going to be a difficult year, and it's hard to judge a preseason, you know, with how things have been going, right? Not much has changed, really. I do like some of the additions we've made, and obviously having the attack with Taroda, the championship Charlie, as the English say, the Zweite Liga's version of Lewandowski. This guy is a goal scorer in the Zweite Liga, right? Him plus Bulter in the attack, it's promising. It could be very successful. I am expecting good things. Will it lead to promotion, back to promotion? I don't know. It's going to be difficult. I think we're going to be in the mix. I think there's five teams really to look at this year. I'm hopeful we're one of those five teams, right? But yeah, I think it's going to be, we're going to be in the mix at the very end of the season. It's going to be a difficult year for us, as always. But I think overall we're successful. I've liked the moves we made, but not the flashiest of moves. Obviously, Taroda was a fantastic signing, but the other names, not really huge names, but I think they were good moves overall. We kept some good pieces. Obviously, keeping Raul was big, and some of the youngsters will get more opportunity to play. So I'm excited for this year. Let's hope for a successful year back up to the Bundesliga. But we'll see. Glück auf. Ja, sehr viele Tipps. Checkt auf jeden Fall die Kanäle von denen aus. Ist in der Beschreibung. Und gebt auch mal eure Tipps ab. Was denkt ihr? Wie wird die Saison laufen? Und wo wird Schalke 04 am Ende abschließen? Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, heute bin ich live zum Spiel gegen HSV. Und 30 Minuten vom Anpfiff. Würde mich freuen, wenn du da vorbeischaust. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ja beim Spiel oder beim nächsten Video. Glück auf. Ciao.